Hast du Lust auf ein leichtes, bäriges Rezept, ideal für die wärmeren Sommertage? Dieser feine Cheesecake mit Mascarpone und einer fruchtigen Beerenschicht ist natürlich nicht nur etwas für den Sommer. Aber falls du aktuell frisches Beerenobst findest, wird dieser Kuchen umso besser. Du kannst dieses Rezept mit normalem Haushaltszucker backen. Du kannst den Zucker aber auch ganz weglassen und stattdessen Xylit oder Erythrit verwenden. Funktioniert beides sehr gut. Alle Zutaten, die du für diesen leckeren Kuchen benötigst und die genauen Mengenangaben, schreibe ich dir wie immer unten in die Infobox. Ich verwende hier normalen Speisequark Halbfettstufe. Wenn du magst, kannst du auch gerne Magerquark verwenden. Idealerweise sollte der Quark abgesiebt sein. Wir benötigen Mascarpone. Alternativ kannst du Frischkäse verwenden, ist aber geschmacklich nicht dasselbe. Wir benötigen ein Süßungsmittel, Zucker oder Erythrit zum Beispiel, etwas Vanillezucker oder gemahlene Bourbon-Vanille. Ein Löffelchen Mehl benötigen wir auch noch, sowie eine Bio-Orange. Wenn du die Schale nicht mitverwendest, kannst du auch eine ganz normale nehmen. Zuletzt benötigen wir noch 3 Eier, die wir am besten schon vorher verquirlen. Die Herstellung des Kuchens ist auch an sich ganz einfach. Am besten rührst du erstmal die Mascarpone zusammen mit dem Quark glatt. Die Masse wird natürlich auch gesüßt. Da kannst du, wie gesagt, Zucker, Erythrit oder Xylit nehmen. Ich gebe selbstgemachten Vanillezucker hinein. Vanille passt auf jeden Fall sehr gut. Dazu siebe ich noch einen Esslöffel Mehl hinein. Alternativ kannst du Stärke verwenden, ich mag aber persönlich den Geschmack nicht so sehr, deswegen nehme ich gerne Mehl. Und mein Mehl hatte Klümpchen, deswegen habe ich es einfach durch ein Sieb gegeben. Du kannst gerne den Abrieb von deiner Bio-Orange verwenden. Geschmacklich passt das sehr gut in diesen Kuchen rein, finde ich. Ist aber natürlich kein Muss. Wenn dann auch noch die verquirlten Eier untergerührt sind, ist die Masse fertig. Allerdings immer per Hand rühren, damit der Kuchen nicht so luftig wird. Den Kuchen backe ich heute in einer Springform mit 20 cm Durchmesser. Boden und die Ränder sollten unbedingt mit Backpapier ausgelegt sein. So kannst du ganz einfach deinen Käsekuchen wieder herausholen. Und da wir heute auch keinen Boden haben, ist es umso wichtiger, Backpapier zu verwenden. Die Ofeneinstellung und die Backzeit findest du natürlich auch unten in der Infobox. Die Soße bzw. das fruchtige Topping bereite ich erst am nächsten Tag zu. Dafür die Zutaten findest du natürlich auch in der Infobox. Ich verwende heute Erdbeeren und Brombeeren. Die hatte ich beide vor ein paar Tagen tiefgekühlt. Natürlich kannst du auch einfach frische Früchte verwenden. Für diese Soße eignet sich eigentlich fast jedes Beerenobst. Mit dem Saft einer halben Orange und etwas Süßungsmittel zusammen werden die Früchte jetzt weich gekocht. In der Zwischenzeit verrühre ich etwas Stärke mit einem Päckchen Agar-Agar. Dazu gebe ich den Saft von der anderen halben Orange und noch ein Schlückchen Wasser. Das Ganze zügig zu einer klümpchenfreien Masse verrühren, bei Bedarf einfach nochmal durch ein Sieb streichen. Diese Flüssigkeit gebe ich dann zu dem weich gekochten Obst. Das Ganze gut durchrühren und die Soße sollte auf jeden Fall mindestens 2 bis 3 Minuten köcheln. Dann ist sie fertig und wir lassen sie natürlich noch etwas runterkühlen, auf Zimmertemperatur ungefähr. Der Kuchen ist mittlerweile gut abgekühlt, ich hatte ihn ja über Nacht im Kühlschrank. Die Soße verteile ich auf den Kuchen. Und auch die Ränder werden gut mit der Soße bedeckt. Das ist ja alles abgedeckt mit Backpapier. Die Soße wird im Kühlschrank in ca. 1 bis 2 Stunden richtig schön bombenfest. Der Kuchen muss dann also nicht nochmal über Nacht in den Kühlschrank. Bevor die Soße aber richtig andickt, gebe ich noch ein paar frische Früchte auf das Topping drauf. So kannst du wirklich aus wenig viel machen. Aus einer Handvoll frischen Früchten bzw. auch tiefgekühlten kannst du das Topping so hübsch aussehen lassen, dass das Ganze einfach nach mehr ausschaut. Besonders hübsch sieht es aus, wenn man die Erdbeeren inklusive Grünzeug in der Mitte halbiert und dann auf die Mitte des Kuchens gibt. Mit dem restlichen Tortenguss kannst du die Früchte auch noch zum Glänzen bringen.
So sieht der einfache Kuchen doch wirklich schon sehr edel aus. Wenn alles gut fest geworden ist, ziehen wir noch das Backpapier ab. Dann kannst du deinen Kuchen auch schon servieren und genießen. Der Cheesecake hat eine feste, samtige Textur. Schmecken tut er sowieso klasse, das muss ich dir erst gar nicht beschreiben. Ich hoffe aber, dass du das Rezept unbedingt mal selber ausprobierst und mir dann berichtest, wie das Ganze geworden ist. Für wichtige Tipps und auch natürlich für die Zutaten, schau unbedingt in der Infobox vorbei. Ansonsten vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren für weitere leckere Rezeptvideos. Bleib munter und gesund und ich hoffe, wir sehen uns bei einem nächsten Video wieder. Bis dann!